Huch, ja, was ist denn das? Direkte Zeitraffer einer neuen Aufnahmesession? Skandalös. Ja, so kann es gehen, so schnell kann es gehen. Wir hatten uns dazu entschlossen, wow, wir müssen heute unbedingt was handeln. Irgendwas ging, Darky wollte blocken. Also haben wir uns kurzerhand entschlossen, ja, in die Toms zu gehen, nach Ankramun, weil da die Low-Level-Noobs am besten handeln und leveln können. Natürlich mit einem Blocker wieder, klar. Bin jetzt hier noch gerade dabei, mich so ein bisschen auszurüsten. Ich habe mir noch ein Backpack gekauft, ein paar Live-Ringe. Schön, dass ihr gerade die Live-Ringe, die man da oben sieht, die grünen Dinger. Die sind Hunting-Equipment, eigentlich Standard-Hunting-Equipment für einen Mage. Das heißt, man wird also wenn man diese trägt, diese Ringe, die kann man unten im Slot, man sieht es da neben den Schüchen, die ich da trage. In dem Ringslot kann man die Ringe reinlegen. Es gibt verschiedene Ringe. Es gibt Ringe für Live-Ringe, die regenerieren beispielsweise die Health Potions und die Mana-Regeneration fast. Dann gibt es Ringe für Skills, also für Axe-Fighting, für Distance nicht, nein, für Club-Fighting, also wenn man als Ritter jetzt beispielsweise ist. Live-Ringe sind aber meines Erachtens mit Abstand die besten Ringe. Ja, also braucht man für jede Hand, ob man jetzt Mage ist, ob man ein Paladin ist, auch die Ritter, die eigentlich Ex-Ringe und sowas tragen könnten, die könnten auch einen Live-Ring tragen, weil man da halt schneller Mana regeneriert. Und gerade Ritter, die nicht so schnell wie Mages Mana regenerieren, die sind oft das angewiesen. Ja. Ja, wir haben uns hier, wie gesagt, spontan in die Tom verkrümelt. Darky hat da so ein paar Ghosts und ein paar Vampires gelurrt, um halt unsere Experience und unsere Level so ein bisschen hochzubekommen. Wie man sieht, wir sind mittlerweile schon Level 21 angelangt. Bisher alles dokumentiert, möchte ich dazu sagen. Wir haben, wenn wir gelevelt haben, hier einen Zeitraffer geleffelt. Und wir sind auch mittlerweile im Magic Level gestiegen. Wir sind, glaube ich, Magic Level 20. Und ja, so langsam merkt man schon, dass man ein bisschen Damage macht. Ne? Also, dass man im Level steigt und da ist ein hübsches Bone Beast. Ja. Hier haben wir uns dann auch dazu entschlossen, dass man wirklich so langsam anfangen sollte, mal hier und da einen Quest zu machen. Weil man ohne Quests einfach nicht großartig weiterkommt. Also es gibt viele Hunting Grounds, die man sich erschließen kann, indem man Quests macht. Beispielsweise die Shattered Island Quest. Da bekommt man gleich, lass mich kurz zusammenzählen, 1, 2, 3, 4, 4 gute Hunting Grounds zusammen. Eigentlich mehrere sogar noch. Und gerade für unsere Low Levels hier ist das eine wunderschöne Geschichte dort. Beispielsweise die Bone Beast Island. Ja. Man kann dort, vorausgesetzt, man hat wieder einen guten, tollen Blocker dabei, auch ordentlich Experience machen. Wir hatten hier, glaube ich, jetzt muss ich lügen, ich glaube um die 45.000 Experience-Erfahrung die Stunde. Das war mehr, als ich zugegebenermaßen erwartet hatte. Ach, jetzt habe ich hier gerade Ambient Light ein bisschen runtergestellt. Man sieht es an dem Lichtradiuskegel, ne, der dort ein bisschen, man sieht es an den Rändern außen, dass man da ein bisschen Atmosphäre mit reinbringt. Kann ja mal, ich glaube, die Lampen mache ich auch gleich aus, soweit ich weiß, um das mal so zeigen, weil auch die Lichteffekte, wenn man Lichteffekte, sofern man das Lichteffekte nennen kann in Tibia, wenn man so einen Spell nutzt, also einen Fire Spell oder weiß der Geier was für einen Spell, da gibt es halt verschiedene, ja, jetzt mache ich es mal kurz aus, Lichteffekte, und ich glaube, gleich sieht man das ein bisschen, was dann quasi das Exuri Flammen quasi durch den Bildschirm fliegt und saust und huscht. Ja, wir haben uns hier auch entschieden, wie gesagt, danach, dann nach der Hunting Session Quests zu machen. Und wir werden eine Quest machen, um zu einer City zu kommen. Und zwar zu einer City Yana. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe dann einen Live-Mitschnitt gemacht. Also ich vertone jetzt, nachdem wir aufgenommen haben. Live-Mitschnitt gemacht. Und bei Yana ist halt so, jetzt sieht man es so schön. Ja gut, durch die Zeitraffer sieht man es nicht ganz so fantastisch toll, wie man es halt sollte. Ja. Jedenfalls, in Yalaha gibt es sehr, sehr gute Hunting Grounds, aber um da hinzukommen, muss man noch eine andere Quest anfangen. Ich glaube, ich erkläre das nachher auch. Müssen wir mal gucken. Hat übrigens viel Spaß gemacht hier. Und es macht auch wirklich wieder Spaß, hier mal so ein Low-Level zu, so ein Loop zu
leveln. Hätte ich nicht gedacht. Man hat so ein bisschen an, also ich habe ja, wie ich schon mal gesagt habe, ein bisschen pausiert und jetzt wieder durch diesen Low Level angefangen und es macht wirklich Spaß. Also ich bin guter Dinge, nicht wahr? Ja, und vor allem auch die Quests, die wir gemacht haben jetzt. Also diese eine Quest hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Gut, es war jetzt eine Noob-Quest, ganz ehrlich. Gab es jetzt nicht großartig spektakulär was zu erledigen, aber da gibt es auch weitaus bessere Quests, auch mit viel mehr Story dahinter. Ja, aber die Explorer-Quest, die wir da machen, ja, die kann sich schon sehen lassen. Und wie man sieht, ups, da sind wir schon auf dem Rückweg. Und deshalb würde ich einfach mal sagen, spulen wir mal zurück und einen Gang zurück. Hallo Und und damit. herzlich zurück zur Zeitraffer. Super, damit hat Daki ja schon mal das Intro gegeben. Wir sind zurück aus der Zeitraffer und ich wollte jetzt schnell noch mit Stefan bzw. mit dem Igelchen ein paar Quests machen. Und diesmal, wie versprochen, mit Mitschnitt, mit einem Live-Mitschnitt aus dem TS. Und damit sage ich Hallo Stefan. Ja, schönen guten Abend. Tachchen. Und Daki ist auch mit dabei. Hallo. Jetzt Servus. wollte ich gerade Daki sagen. Nein, eigentlich musst du Amigos sagen. Amigos, richtig. Aber ich wollte jetzt noch schnell Manas kaufen. Stefan, du bist ausgerüstet. Ich bin bereit. Du bist bereit. Wo stehst du? In Quadrop, Depot. Right. Mana Pots. Hier kann ich wieder nicht stehen, weil die Katze hier verfolgt. Ich nehme sie. Hat er jetzt gekauft? Nee, jetzt hat er gekauft. Gut. Also die erste Mission ist dann hier dieses in Khazad-dûm. Gibt es ja keine andere? Ich möchte meinen, man Ich braucht einfach öffne bloß mal den. Join und dann war's das. Dann muss ich nicht nach Khazad-dûm rennen, weißt du? Nein, nach Folder müsst ihr. Was muss ich nach. Nee. Ihr müsst nach Khazad-dûm und, glaube ich, diesen Eisschard abholen. Wenn mich nicht alles täuscht. Genau, wir müssen, glaube ich, die Eispick holen. Von dem Zwerg in Khazad-dûm und der benötigt allerdings vorher irgendwas aus Holda, irgendwie so. Nee, ihr müsst erst die Eispick holen, damit ihr im Folder dieses Eis holen könnt. So was. Hauptsache, wir sind uns einig. Ja. So, Genau. ich bin jetzt in Port Hope am Schiff. Wo bist du? Im Depot, ich versuche gerade den Spoiler zu öffnen, wenn ich ihn dann finde. Ich habe mir übrigens eine Wand of Dragongreath gekauft. Ich hoffe, die ist 22. Das geht, ja, passt schon. Ah, die Wand of Decay kann ich da eigentlich rauskanten, oder? Die ist dann für den Arsch. Die brauchst du jetzt ohne mehr. Und wenn wir dann später dieses Ja. Garabs hunten gehen, dann ist die auch für. Hast du Cash Bin, dabei? Weil genau. wir müssen die Quest an sich, die ist ja Ja, ich hab keinen travel Ticker. intensive sozusagen. Habt ihr eigentlich irgendwas Sinnvolles vom Santa bekommen hier? Also ich nicht. Nein. Nur etwas Leckeres zum Futtern. Na, ich habe auch Was Candies Gesundes. bekommen. Nee, ich hab was Gesundes bekommen. Ja, ich habe die. Ich habe die Orangen, die ich da bekommen habe, und die Apple Oger rausgekantet. So, also ich bin ready. Können wir loslegen? Achso. Ja, aber sicher noch. Party! So. Nochmal ganz kurz zur Erklärung. Die Quest, die wir da jetzt machen, die müssen wir machen, um zu einer bestimmten Stadt Zugang oder Zugriff zu bekommen. Weil dort nämlich die geilen Hunting Grounds sind. Aber stimmt die mit meiner Tastatur nicht? Doch, so. Weil da nämlich bessere Hunting Grounds sind, um uns hier schneller von Level 23 auf Level 30 zu katapultieren. Ja, und deswegen jetzt ein bisschen Questing-Time mit dem guten Igel. Und Darky, na, der muss gleich locken, so wie ich das gehört habe. Na egal. So. Na. Angus. Tach, was muss ich dem eigentlich sagen? Best. Quest? Weiß nicht. Quest? Join, Mission or something. Join. Ah, genau. Wir möchten jetzt der Explorer Society joinen. Yep, ich möchte Mitglied werden.
ist ein Bug. Fine. Tough, it takes more than what a mehr? Was ist denn a mehr Lip? Keine Ahnung. Ach, das ist ja wieder der NPC, der so ewig viel gesammelt hat. Ja, der hat eine Menge zu tun. Ja. Also wir sollen jetzt zu Utzgott gehen, das ist doch der, ne? Genau. Zu Utzgott in Khazad-dûm und sollen ihm dort eine Pickaxe besorgen. Nein, wir sollen die holen. Genau, wir sollen die holen und sie ihm bringen. Gut. Also auf nach Khazad-dûm. Ja. Aber die können wir dann auch in Northport abgeben, ne? Oder müssen wir dann extra wieder hierher? Ah, bin ich mir nicht sicher, ob die Verbindung schon steht, weil schließlich sind wir der Gilde noch nicht beigetreten. Ach so. Oder der Society. Ich verstehe. Ich liebe es, Quests zu machen. Hast noch einige vor dir. Amur Jake. Ist der Jake der Liebe? Ich höre mich übrigens selber, Stefan. Oh, das ist mir furchtbar unangenehm. Genau. Das glaube ich dir nicht ein bisschen. Jetzt müssen wir kurz hier ein bisschen meinen Laptop umsperren. Wo ich diesen Utzgott finde. Weißt du, wo der Utzgott sitzt? Nee, wa? Ja, doch ungefähr. Das ist dieser Shopkeeper. Okay. Nordöstlich vom Depot müsste das sein. Fahren wir mit einem. Über Komma, ja, bitte. Komma, ja, Teppich dann. Ach nee, über ein Steamboat. Korrekt. Ich glaube, ich habe so. Habe ich noch ein Ticket? Ach nee, ein Ticket habe ich mit Lady N gehabt. Gehen wir danach noch handeln? In Yalaha? Weiß ich nicht. Da die Stadt, die müssen wir mal ein bisschen erkunden. Hi. Edronius. Hi. Komaya. Was brauche ich eigentlich für mein Oriental Outfit, alles? Brauchte ich da auch diese ganzen Closes? Nee, ne? Blue Pox brauchst du. Blue Pox? Das heißt, ich müsste Green Gin machen. Jo. Den ist noch im Team. Das, ja, ist das ist Haus, wovon du gesprochen hast. Richtig. Ah, das ist ja zwei Etagen hoch. Hat aber zwei Betten. Ach schon. Aber naja, Komaya, ich will nicht wissen, wie teuer das wird. Ja, das und war, glaube ich, nicht teuer. Zeit noch viel zu travel-intensiv. Ich glaube, das war nicht teuer. Wenn wir ein bisschen höher sind, dann können wir über. Ja, das ist. Glaub nicht, also. Nach jedem Hand zu deinem Haus zurück möchtest, das ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach so, ich muss mal hier. Ich hab nämlich Ambient Light wieder auf 0 gesetzt. So, Khazad-dûm, ja? Khazad-dûm. 160. Jupp. Ticket. Hi. Ich will ein Ticket. Ticket. Jupp. Ein Ticket brauchen wir, um hier in Khazad-dûm. Das ist also Khazad-dûm, um nochmal kurz zu erklären, das ist eine Zwergen-City, wie man hier so unschwer sehen kann. Und in einer Zwergen-City, die sich natürlich unter Tage befindet, gibt es natürlich nur so eine hübschen Loren, wie man hier so hübsch sieht. Und diese Loren verbinden hier so einige Punkte, einige wichtige Punkte der Stadt. Und um mit denen zu fahren, braucht man ein Ticket. Und wir fahren jetzt, wo fahren wir hin? Depot? Ja. Ah, okay. Schwupp. Also ich, oder? Ich habe keine Ahnung, wo Utzgott ist. Ach, ist es nicht hier dieser einer von diesen Zwillingstypen da? Hat der einen Zwilling? Weiß ich nicht. Hier war noch gleich der Zwilling. Also, genau, hier oben rechts. Ach so, nee, dann sind sie hier unten sind genau, die Zwillinge. Die Zwillinge sind da unten. Ah, genau, ja. Ah, nee, Besel und, wie ist der andere? Nesel. Besel und Nesel. Oder Besel und Nesel. Und da ist Utzgott. Hi. Weapon. Nein, nicht Weapon. Ich will eine Pickaxe von dir. Two dwarven pickaxes having to be marked by the true weaponsmith. Yes, I want a pickaxe for the Explorer Society. What me order book quite full is. Geil. Guck mal, der sagt jawohl. Ach. Jawohl, ja. Ist interested.
Ach so, stimmt. Ach, er möchte die Brute haben. Guck, dann war das doch mit diesen 1000 Keys. Ja. Genau. Unfassbar hässliche Mission. Richtig. Das heißt, warte mal, die ist, glaube ich, hier im. Ja, das ist so eine Mini-Quest, die wir zwischendurch noch machen müssen. Ja. Aber ich glaube, die ist im Wiki, also sind die Schlüssel. Die sind angegeben, welche ihr braucht. Ach du Kacke. Wir müssen die, Emperor's Cookies Quest müssen wir dafür machen. Emperor's Cookies Quest. Ich klicke mal. Hab's dir mal. Ja, genau, da sind die ganzen Keys. Wie lasse ich dir den Link zukommen? Ich hab schon. Die Emperor's Cookies. Achso, ich hab's auf dem Laptop auf, ja. Hm? Wir müssen irgendwo erstmal zu dem Baracken hoch, möchte ich behaupten, ne? Aber warte, warte, ich schau's mal an. Okay. So, ich probiere mal aus der Erinnerung heraus, dorthin zu finden. Ach du Scheiße. Na, das kann ja nur in die Hose gehen. Naja. Na. Wie, du hast doch nicht mal Granhur? Oh, nee, ich hab den Hotkey noch nicht gesetzt. Ja, ja, ja. Oder? Doch, hab ich auch. Ich hab alles auf Hotkey probiert. So, war das hier? Ja, das sieht ja schon mal, das sieht ja schon mal, das sieht ja schon mal, das sieht ja schon mal. Oder? Nee, warte. Doch, hier geht's noch mal. Irgendwo hoch müssen wir. So, ja? Ja, hier sieht's gut aus. Warte mal, irgendwo gibt's hier den ersten Key, aber. Sollen Sie mal die Karte ein bisschen größer machen? Ja, doch hier. Hier sind wir richtig. Kriegen wir den nicht auf hier? Ne, das ist der zweite, da befindet sich der zweite Schlüssel drin, aber wo kriegen wir den ersten her? Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier noch wo? Keine Ahnung. Runter, hier lang. Wo bist du? Okay. Hier hoch? Oder? Ja. Wo bist du jetzt hin? Schon vorgerannt? Nach links, ne? Genau. War hier oben nicht noch irgendwas? Nee, nur Häuser. Nee, dann hier runter irgendwie. Aber das haben sie auch schon. Guck mal, die Crystals hier aus Dingens. Das ist ja schon gepflanzt. Uralt. Echt? Ne, ja, das ist schon eine ganze Weile so. Wie viele Tage nicht mehr? Eigentlich schon Jahre nicht mehr. Nee, da bist du falsch. Gab's auch. Nee, irgendwas gab's hier. Regal, nee. Oh Gott. Oh, ach du. Nee, magst du da oben hochgehen? Was ist denn da oben? Lass mal gut sein. Ach ja, und ich glaube hinten jetzt hier beim. Da ist ja der König jetzt, ne? Ja, aber hier müssen wir, glaube ich, ganz zum Schluss das hin, oder nicht? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Verkehrt. Ich weiß es nicht. Hier oben ist so ein komischer Exit. Oder gibt es hier schon den ersten Key? Das ist auch nicht genau. Irgendwo gibt es auf jeden Fall auch Schlüssel. Genau, hier links runter, das ist dieser Shortcut, um aus Casablanca rauszukommen. Hm, ich verstehe doch die Grafik nicht, was die denn da. Warte mal, muss ich nochmal durchlesen. Ich will mal die Schränke eben durch. Blockt. Ach, hier hinten gibt's den. Wir brauchen erstmal den Key 3800. Frage ist, okay, das ist der erste, hinten. Den wir benötigen. Hier geht's doch rein. Schwupp. Hier drin ist er? Ja. Also ganz ehrlich, kannst du ja nicht sehen. Entweder guckst du auf die Minimap. So. Ah, hier unten, die Kiste, die war's. Nee. 38, genau, da müssen wir zurück. Copper Key. Jetzt weiß ich nämlich weiter, glaube ich. Na, ist ja super.
Alter. Schmachte Schmesser, wenn das weitergeht. Hier unten war, glaube ich, auch irgendwas. Nee, jetzt müssen wir erstmal zurück. Okay, aber hier müssen wir auch nochmal hin. Möchte ich mal zurück. Hier. Zurück. Ja, doch. Hier steht zurück. Irgendwas mit 3801 oder so. Dreck. Ja, den holen wir jetzt, ja. Ah, okay. Alter, Gummi.